Wir befinden uns hier im Bundeshaus, in einem der zwei runden Glasliften mit drei Zugangsseiten. Speziell an der ganzen Situation ist das Gebäude an und für sich, der Zugang, die Leute, die es benutzen und die ganzen Gegebenheiten. Bis 2005, 2006 waren das viereckige Lifte, die in der Gesamtsanierung des Gebäudes stattgefunden. Oder das ist jetzt rund. Vor ein paar Jahren haben wir natürlich auch es barrierefrei gemacht, haben wir neue Panels installieren, wo natürlich auch Personen im Rollstuhl den Lift eigenständig benutzen und auch bedienen. Am Arbeitsort ist speziell, wir können nur zu gewissen Zeiten. Wenn Sessionen sind oder Sitzungen, dürfen wir nicht normal arbeiten, nur in Notfall. Wir haben Sicherheitskontrollen wie am Flughafen mit dem ganzen Erleuchten vom Gepäck, von den Kleidern durch den Schleusen durch. Wir Servicetechniker nehmen eigentlich quasi nichts mit, weil wir alles im Gebäude haben. Die zwei Glasliften hier im Parlamentsgebäude werden nicht nur durch Personen genutzt, wird auch zwischendurch aus Warentransport genutzt. Das mag gut als Euronorm-Palette rein, wo man natürlich auch wo durch Fraktionen oder durch Parlamentsdienste oder natürlich auch durch das Bundesamt für Bau und Logistik benutzt kommt, für Waren zu transportieren im ganzen Haus.